Ihr habt keine Lust auf Mode-Einheitsbrei, ihr habt aber Lust auf Mode, kreativ, special, einzigartig, exklusiv, ausgefallen und natürlich Slow Fashion. Kein Fast Fashion, keine Mode von der Stange, keine Massenware. Dann seid ihr hier genau richtig. Heute zeige ich euch neue Modelle von Reincarnation Upcycling Fashion. Das sind Hemdkleider, Hemdtuniken, Hemdröcke. Ja, ich glaube, das war's. Ich kombiniere die mit anderen Modellen von Heidingsfelder diesmal in diesem Video und versuche euch mehrere Styles zu zeigen. Unterschiedliche Styles, so damit ihr seht, ah, ich kann das nicht nur so tragen, ich kann das auch so tragen. Nicht nur als Kleid, sondern vielleicht auch als Jacke. Alles super für den Sommer geeignet und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, nicht nur die zu kreieren, sondern auch die vorzuführen, weil ich finde sie gut. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Also, let's go! Mein Name ist Anja Heidingsfelder, ich bin Slow Fashion Kuratorin, Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands und Modedesignerin. Heute zeige ich euch die Hemdkleider von Reincarnation Upcycling Fashion. Das sind Kleider, die aus abgelegten Herrenhemden produziert wurden. Das heißt, jedes Modell ist einzigartig, jedes Modell ist ein Einzelstück, jedes Modell ist ein Unikat. Ob das die Kleider sind, die Hemden, wie auch immer. Es ist alles redesigned und deconstructed in Germany, in meinem Atelier. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Und jetzt mal los, ne? Schluss mit der Plapperei. Thank you.
da hat sie sich aber wieder was zusammengedreht. Ich bin sehr gespannt, weil das jetzt doch so viel wieder war, weil mir immer wieder was einfällt. Ich könnte natürlich mit dem Kleid jetzt auch weitermachen. Ihr habt gesehen, dass dieses Kleid oversized ist für mich. Aber egal. Also ich kann mir das auch vorstellen, bei meiner Größe im Sommer, wenn es richtig heiß ist, ist das eigentlich super genial. Geht auch mit Flipflops. Yippie-yay, das war's für heute. Das waren die Hemdkleider, Hemdröcke, Hemdtuniken von Reincarnation, die neuen Modelle. Alle upgecycelt aus abgelegten, pensionierten Herrenhemden. Redesigned, deconstructed hier im Atelier in Deutschland. Das sind alles Unikate. Und wie gesagt, man kann manche Modelle wirklich in jeder Größe tragen. Ob man das anliegend trägt oder wirklich super weit. Alles Modelle, die total angenehm sind für den Sommer, aber auch schon so ein bisschen für den Übergang, je nachdem, ob man eine Jeans drunter zieht oder nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte super Spaß. Ich könnte auch immer weitermachen. Macht das mal zu Hause. Macht das wirklich mal. Nehmt euch mal einen Teil vor und versucht das zu kombinieren. Dreht es um, stellt es auf den Kopf, zieht es drunter, zieht es drüber, mit Hose, ohne Hose. Es macht wirklich Spaß und es ist super interessant, was rauskommt. Manchmal braucht man nicht unbedingt ein neues Teil, dann nimmt man einfach das, was man hat und dreht es auf links. Alles Weitere werde ich in der Infobox verlinken, wie gehabt. Nächsten Samstag sind wir wieder am Start und ich freue mich drauf. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Genießt die Woche, genießt das Leben, lasst den Kopf nicht hängen. Die Kaiserin jammert nämlich nicht. Wie sagt der Mann im Fernsehen immer? Bleiben Sie zuversichtlich. Also habt einfach Spaß. Bis nächste Woche. Ciao.